Oh. Da war, glaube ich, irgendwas auf der Fahrbahn. Oh. Habe ich gesoffen? Was ist denn jetzt los? Energie ist auch bei alle von der Seemotte. So, was aber hier schön ist. Was ist das denn? Was ist das Schönes? Ich scanne das mal. Das sieht interessant aus. Zyklopen-Rumpffragment. Ah, ja. Sehr schön. Ist das jetzt... Ist das denn jetzt, Fragment war das, ne? Ja, geil. Das heißt, wir sollten hier in der Nähe bleiben. Vielleicht finden wir das letzte noch davon. Oder ist das hier noch zu finden irgendwo? Weil die Teile liegen doch wahrscheinlich eher dicht beieinander, oder? Vielleicht aber auch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht sind die auch überall verteilt auf der Map. Ja. Entschuldigung, habe ich nicht drauf geachtet. Entschuldigung. Was ist das denn da? Warum ist das so blau? Kreaturenei. Ja, das sollte ich... Ja, es ist klein. Ein unbekanntes Ei. Fallen lassen. Ich lass gleich mal ein Ei fallen, du. So. Was ist das denn da? Ist das Rum... Nee, Rumpelstilzchen? Nee, wie ist es noch? Lass dein Haar hinunter. Das war nicht Rumpelstilzchen. Schneewittchen, oder? Nee. Wer war das denn nochmal mit den langen Haaren, das Märchen? Ich komme nicht drauf. Bin so doof. Lass dein Haar herunter. Schüttel dein Haar für mich. Kleine schwimmende Mini-Insel. Wir sollten mal reparieren, ne? Sonst haben wir gleich mal eine Seemotte gehabt. Und Energie haben wir auch nicht mehr so viel. Ich würde das aber noch aufbrauchen, bis wir es komplett leer haben. Dann macht, glaube ich, am meisten Sinn. Was ist das denn für ein Ding? Eine Riesenqualle? Kann ich scannen. Okay. Kann ich es angreifen? Hm. Man sollte Quallen nicht anfassen. Sagt man sicher, ne? Da liegen keine Teile, okay. So. 14 Energie noch. Liegen da noch Teile? Oh, was ist das denn? Oh. Hallo. Alter. Bruder, da muss ich aber los. Können wir mal unser Schiff in Ruhe lassen? Danke. Krebsbohrarmfragment, haben wir das schon? Ne, ein zweites, ne? Oh, Krebsbohrarm, geil. Alter, was zur Hölle? Wie geil. Wir können jetzt einfach bohren. Oh, warte mal, den scanne ich mal. Wenn wir schon einmal dabei sind. Wenn er da feststeckt. Knochenhai ist das, okay. Hier finden wir bestimmt noch mehr Stuff. Braune Röhrenkoralle, Mama scannen. Krebsbohrarmfragment brauchen wir nicht mehr. Haben wir jetzt alles fertig? Okay. Da geht's rein. Da nehmen wir die Seemotte mit. Brauchen wir gleich keine Dings mehr haben, kein Sauerstoff und so. Oder erstmal da drüben. Vielleicht erstmal außenrum. Vielleicht erstmal drüben. Erstmal gucken, was drüben alles ist. Können wir da rein? Öffnen? Was? Was war? Will er mich begatten? Hau ab, Mann. Bezieh dich. Ah ja, ich habe ja diesen Gleiter, ne? Gibt's hier was Interessantes? Außer langweiligen Stuff, der einfach rumliegt. Oh, wir sollen was trinken. Moment. Wir haben nichts mehr zu trinken, ne? Eine versiegelte Tür zum Aufschweißen. Haben wir das Schweißgerät mit? Reparaturwerkzeug? Wir haben natürlich das Lasergerät nicht mit, ne?
Das haben wir natürlich zu Hause gelassen, das Lasergerät. Super. Das ist natürlich toll. Voll Laser, wie du abgießt. Mann, so eine Kacke. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Kann ich das öffnen? Stimmt nicht, ne? Nein, natürlich nicht. Wie sollte es auch anders sein? Aber 53 nur noch. Können schon wieder reparieren hier. Das geht so schnell kaputt. Wir sollen auf jeden Fall das Rumpf stärken. Also die Rumpfverstärkung brauchen wir auf jeden Fall. Wir sollten auf unser Trinken achten. Das ist der Bohrer. Was gibt's hier sonst noch? Sonst nichts mehr. Okay, dann können wir trotzdem mal versuchen, vorne reinzukommen. Ich würde das trotzdem mal versuchen. Vielleicht klappt das ja. Ich müsste mir das hier irgendwie markieren können. Das wäre nice. Warning. Maximum depth reached. Ja, ja. Damage imminent. So, irgendwo war hier der Eingang, ne? Da. Oha. Ist hier noch irgendwas? Hier ist noch eine Tür. Öffnen. Geh auf, du schmeißt Dinge und... Ah. Oha, Strom. Strom ist nicht gut. Sollten wir vermeiden. Krebs, Wurf... Was? Wurfhakenfragment? Wurfhakenarmfragment. Nice. Mega Durst, aber Hauptsache wir sind... Hauptsache wir scannen hier alles ab. Oh, Bildschirm. Na, Bildschirm. Brauchen wir. Ja, Wurfhakenfragment nehmen wir auch mit. Nice. Flutlicht. Ein Muss unter den Tauchern. Alter, hier geht ja noch weiter. Wo geht's denn hier noch hin? Alter, geht's ja noch weiter. Wurfhakenfragment? Noch mehr? Achso, haben wir ja jetzt alles. Ist hier sonst noch irgendwas? 30 seconds to Mars. Okay, da ist die Tür zum Brennen. Da kommt man bestimmt andersrum raus, würde ich für wetten. Energiezellen, Ladestationfragment. Gibt's hier... Oh, fuck, ich bin gleich tot. Ich komme... nein! Scheiße, was? Fuck. Da wollte ich zu viel. Scheiße. Da wollte ich zu viel. Ich frage mich, wo der gespeichert hat. Was ist das für Geräusche? Wir sind noch nie gestorben, ne? Fällt mir gerade ein. Der langen Zeit jetzt. Oh nein. Oh nein. Du bist gestorben und hast ein paar Gegenstände verloren. Das ist ja ganz toll. Das ist ja nicht so toll. Ja, dann sollten wir vielleicht mal schnell dahin düsen. Uff. Aber ich wollte diese Station noch haben. Wenn es die da komplett gibt. Diese Ladestation für die Energiezellen, das wäre ein Traum. Da reisen wir auf jeden Fall jetzt nochmal hin. Ja, was ist das denn da? Achso, eine Koralle. Ob die Sachen noch da sind von unserem Tod? Schwupps. So. Gibt er auch Getränke? Nein. Also so sieht das also aus. Also bei den meisten Survival-Spielen mit Sauerstoff und so ist es ja meistens so, dass Sauerstoff zu Ende geht und dann fängst du erst an, Leben zu verlieren. Hier ist so, wenn Sauerstoff weg ist, dann direkt tot. Ist ja wie in Realität, ne? Kein Sauerstoff, dann nix mehr. Dann Ende im Gelände. So, 600 Meter sind wir gleich da. Ich hoffe, hier die Energie reicht noch von dem Ding. Ah, wie ärgerlich. Der Tod ist unumgänglich. Naja. Oh. Hier waren wir aber, glaube ich, schon.
Oder? Hier waren wir schon, ja. Gut, dann würde ich noch einmal auftauchen, um Sauerstoff zu holen. Und dann geht's jetzt dahin. Boah, ich hoffe, wir schaffen das. Das ist noch eine ganz schöne Strecke, ne? Aber ich denke doch. Ich denke doch, wir schaffen das. Ich frage mich echt, ob unsere Sachen jetzt noch da sind. Puh. Ah, hier ist die Karte. Kann er mal weggehen von unserem Dings? Alter, schon fast kaputt, das Teil. Wir sollten das mal woanders parken, glaube ich. Ich meine, ist mal praktisch, wenn es in der Nähe ist, ne? Weil wenn man mal... Weil wenn man mal wirklich Sauerstoff braucht... So, jetzt süße ich da mal ganz schnell rein. Habe ich jetzt hier alles ges... Was sind das also meine Sachen, die hier liegen? Jo, tatsächlich. Lol. Hier liegen meine ganzen Sachen. Hier liegt mein ganzer Stuff. Okay, ich glaube, ich habe soweit meinen Stuff. Warte mal. Kann der mal weggehen? Er geht mir auf den Sack. Stirb! Ja, Mann. So, jetzt ist er wenigstens tot. Der kann unser Schiff nicht mehr angreifen. Hm. Einmal Sauerstoff auffüllen und dann geht's weiter. Dann kann er uns nichts anhaben. 4% noch von dem Teil. Hat er sich das nicht gespeichert, dass wir drin waren? Frage ich mich jetzt gerade. Doch, aber die Sachen sind hier raus. Sind die Türen einfach wieder zu? Schubkanonenfragment haben wir. Okay, das Gescannte lässt er aber anscheinend, glaube ich. Wurfhakenfragment haben wir, glaube ich. Und dann brauchen wir hier die versiegelte Tür. Das haben wir, glaube ich, alles, ne? Ja, okay, gut. Dann schnell raus, bevor wir wieder gleich hier... Hui! Hui! Das ist echt praktisch, das Teil. Das sollte ich mir merken. Welcome aboard, Captain. So, lass mal eben gucken bei den Bauplänen. Wir haben ja einiges, ne? Ich würde mal gucken, habe ich jetzt diese Station? Oder fehlt da noch was? Ne, brauchen wir zwei von. Bestandteile unbekannt, alles klar. Also fehlt uns da noch was. Gut. Dann geht die Suche weiter. Ist ja nicht schlimm. Wir sind ja immer noch auf Erkundungstour. Au. Energie noch 8. Wir haben ja noch eine Energie... Haben wir noch Energiezelle? Jo, haben wir noch. Gott sei Dank ist die nicht weg. Zwar keine Batterie mehr für unseren schnellen Düsenjäger, den wir in der Hand immer haben. So, was ist hier alles? Ist hier überhaupt was? Hier, glaube ich, geht es wieder zum Rand der Karte, ne? Kann das sein? Immer diese Fische auf dem Visier. Aua! Oder auch nicht. Hier geht es auch noch da unten. Eine Höhle. Das finde ich sehr akkurat, diese Höhle. Hallo, ah, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Oder ist das was anderes? Oh, das ist was an, oder? Nee. Ah, hier ist das Portal, das andere. Da können wir mit dem Schiff hin? Also mit... Muss ich das hier nochmal scannen? Nee, ne? Das ist auf jeden Fall dasselbe Portal wie oben drin. Sind wir denn jetzt genau da an der Stelle? Oder ist das eine andere? Oder ist es eine andere? Weil das ist doch hier... Doch, das muss das sein, oder?
Doch, das wird das sein, glaube ich. Das kommt hin. Ja, doch. Ja, doch, das kommt in Richtung Norden, war das. Das ist, glaube ich, das. Wenn ich hier auftauche, müsste da die Insel sein. Oder? Ist das Rapture? Ja, das müsste, oder? Ja, doch, das, ja, doch, doch, das ist das. Dann lass nochmal gucken. Also gibt's solche, das sind mit Sicherheit sind das Portale. So Stargate-Portale mäßig. Da rein kann man nicht, ne? Oder jetzt irgendwie nochmal erkunden oder so? Nein, ne? Okay. Ach, der Warper ist wieder da. Kann das sein, dass er uns verfolgt, seitdem wir den getroffen haben? Er verfolgt ja seine Opfer, ne? So, ich höre schon wieder irgendwie, was am Rumbrüllen ist. Weil es wahrscheinlich wieder nicht seine Nahrung gekriegt hat. Das sind bestimmt die Höhlen unten drunter, die wir entdeckt haben nicht beim letzten Mal, sondern in der einen Folge, falls ihr euch noch dran entsinnen könnt. Wo wir... Was ist das? Was ist das? Kernreaktorfragment. Hm. Nehme ich mit. Können wir jetzt, glaube ich, bauen. Können wir jetzt, glaube ich, bauen. Das ist ja nice. Das war in der einen Folge, wo wir da oben bei Rapture waren. Also die Folge Rapture. Kann ich mir noch entsinnen, habe ich sie, glaube ich, genannt. Da war auch so ein Höhlensystem. Und da waren tatsächlich auch Höhlen, wo wir tauchen konnten. Falls euch entsinnt. Ich weiß gar nicht, welche Folge das jetzt hier ist. Ich habe jetzt komplett in einem, nehme ich durch auf. So, trotzdem würde ich gerne mal wissen... Oh! Entschuldigung. Trotzdem einmal... Eine Energie noch, wir müssen gleich wechseln. Oh, der ist aber schön am Leuchten. Bitte mal eben schnell wechseln. Auf die volle bitte. Jawohl, 100. Jetzt haben wir wieder 100. Ihr seht's nicht, ne? Da steht 100. Da ist quasi dann immer die... Oh, das ist ja schön hier. Der ist ja so elektrisierend. Der ist bestimmt nicht gesund, wenn man ihn anfasst. Aber den kann man bestimmt gut gebrauchen, um Elektronik zu erzeugen. Oder Elektro zu erzeugen. Den einfach irgendwo einsperren. Und dann so... Mach mal Strom, sagst du zu dem. So, oh nein. Hier ist gleich wieder 200. Wir sollten hier bleiben. Keine... Oh, ich würde die gerne mal scannen, ganz ehrlich. Ja, ja. Hallo, scannen? Hä, wieso kann ich... Ah, jetzt. Na? Hä? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Boah, Alter, puh. Einheimische Lebenswurm. Schockwelz. Shockwaves. Shockwaves. Maximum depth reached. Wow. All damage imminent. Brauchst du Licht, nimmst du einen Shockwaves. Ich habe keinen Plan, wo wir hier sind. Ob man die Dinge ausscannen kann. Ein Frack. Da waren wir noch nicht. Da ist eine Tür. Da können wir sogar rein, wenn wir wollen würden. Ich würde einmal schnell reparieren. Und einmal Sauerstoff tanken. Haben wir noch eine Batterie mit? Eine volle? Natürlich nicht, ne? Shit. Können wir den Schnellschwimmer, den wir bei uns haben, nämlich nicht viel nutzen. Da würde ich mir den immer sparen, so ein bisschen. Die restlichen Elektroreserven dafür. Und natürlich ein Snackautomat, den wir schon haben. Was ist das hier? Wasserfiltermaschine. Oh, können wir damit Getränke herstellen? Oh, ich habe Wasser gefunden. Schöner Pflanztopf. Den scanne ich, weil wir den Ulam, den brauchen wir definitiv. Near Blueprint acquired.
So, ich lade nochmal den Sauerstoff auf. Und los geht's. Passing 200 meters. Jo. Oxygen efficiency greatly decreased. Jo, Tür auf. Na, Scanner ausrüsten und scannen alles, was geht. Da kommen wir nicht durch. Entweder waren wir hier schon. Auf jeden Fall müssen wir hier die Tür noch aufschweißen. Wir brauchen unbedingt dieses Schweißgerät, ne? Lebensform Zuchtbehälter. Geil, Alter. Lebensform Zuchtbehälter. Ja, genau das, was wir brauchen. Nice. Scanraumfragment haben wir schon. Was ist das hier? Energietransmitterfragment. Okay. 30 seconds. Thomas, ich weiß, ja. 30 seconds zu Seemotte. So. Ja, wir müssen auch was essen, ich weiß, I know. Okay, wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal zurück. Ja, ja, ja. Definitiv zurück und wir müssen beim nächsten Mal, wenn wir nochmal, weil ich würde jetzt einmal zurückdüsen, weil wenn wir nochmal quasi... Also wenn wir es schaffen sollten, definitiv nochmal hinzukommen, wenn wir es finden, oder generell einfach mal, dann sollten wir gucken, dass wir diese Dings bekommen, diese, diesen Laserschneider. Warning. Maximum depth reached. Ja. Hull damage imminent. Ja, I know. Sind wir jetzt genau am Schiff? Wir sind genau am Schiff, ne? Das habe ich mir schon gedacht. Wir müssen jetzt einmal rum. Wo ist unsere Ah, ne, da müssen wir hin. Aua, Alter! Wow! Da rumpelt's im Karton! Gott, hab ich mich erschrocken. Wir müssen auf jeden Fall zurück. So viel steht fest. Ja. Das wird ein Weilchen dauern. Bis wir da sind, aber nicht so schlimm. Aber wir haben einiges gescannt wieder. Wir haben einiges wieder rausgefunden. Je mehr wir scannen, desto mehr erhalten wir natürlich an Informationen um den Planeten, über die Lage oder die Situation, der wir ausgesetzt sind. Und wir können natürlich dann voranschreiten, was das Bauen auch angeht. Denn wir können mehr Sachen bauen, die uns natürlich von Nutzen sind. Und wir vielleicht mit, ja, so Sachen wie mit der Wasserfilteranlage, dass wir vielleicht damit Wasser dann aufbereiten können. Das wäre natürlich geil. Die haben wir auf jeden Fall komplett, weil immer wenn dieses kommt, würde ich jetzt mal sagen, das ist diese Melodie, dann haben wir auf jeden Fall einen kompletten Blauplan. Mein Gott, Blaupause. Ist auch kein einfaches Wort, aber egal. Dann haben wir auf jeden Fall eine Blaupause, womit wir es bauen können. Und ansonsten fehlen uns dann immer Teile, also Fragmentteile davon. Um halt das zu komplettieren. Zu 28 Grad, geil, wie Badewanne zu Hause. Ah, oh, könnte ich jetzt drin schwimmen. So.